Hallo und herzlich willkommen bei einem Video von Dr. Psi. Unser heutiges Thema ist der Zeigerformalismus und seine Stellung in der Hierarchie der Lichtmodelle. Und mit diesem Zeigerformalismus wird die Interferenz am Mehrfachspalt beschrieben. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir auch kurz über die Interferenz an einem optischen Gitter. Es gibt viele Modelle, mit denen Phänomene des Lichts beschrieben werden können. Auf diesem Bild ist eine Hierarchie der bekannten Modelle dargestellt. Du erkennst, dass die Quantenelektrodynamik alle Phänomene umfasst. Und das ist schließlich das große Ziel der Physik, eine allgemeine und allgemeingültige Theorie zu entwerfen. Aber wir werden uns heute nur mit einem Modell des Welle-Teilchen-Dualismus befassen, mit dem Zeigerformalismus. Mit diesem von Richard Feynman entwickelten Modell. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.